schön, wie heute das Wetter ist, da müssen wir einfach wegfahren. Außer der Gustl braucht unbedingt Bewegung. Auf Anhieb! Wir sind wieder unterwegs, allerdings nur auf einer Erholungsfahrt für den Gustl. Ja, und wie wir ja schon gesagt haben, es ist so herrliches Wetter und da müssen wir einfach jetzt eine kleine Rundfahrt machen und einen kleinen Spaziergang natürlich auch. Ja, und normalerweise hätten wir das ja mit unserem BKW gemacht, aber der Gustl, wenn es so tiefe Temperaturen hat wie im Moment, wir haben ja nachts bis zu 20 Grad minus und jetzt im Moment haben wir auch Minusgrade, dann lohnt es sich schon einmal ein Auge auf das Wohnmobil zu werfen für alle, die ihr Fahrzeug im Freien stehen haben. Erstens mal sollte man nach der Batterie schauen. Ja, immer mal wieder. Also wir sind öfters mal hingelaufen zu unserem Gustl und dann nachgeschaut, ob überhaupt noch genügend Strom drin ist. Ja, und wie es recht trübe geworden ist, dann ist auch der Strom ziemlich zu Ende gegangen, denn wir haben dann unsere Heizung auf 5 Grad angeschaltet, weil noch etwas Wasser im Wohnmobil ist, weil auch die Leitungen vielleicht nicht vollständig entleert sind. Was auf jeden Fall gemacht werden muss und was wir auch getan haben, ist den Boiler entleeren. Der sollte also schon bei Nachttemperaturen von minus 3, 4, 5 Grad, sollte der schon entleert sein. Und bei minus 10, minus 20 Grad, da sollte man dann auch ein bisschen darauf achten, dass der Wassertank entweder komplett leer ist oder dass man im Wohnmobil ein paar Grade einheizt. Und das Einheizen ist ohnehin keine schlechte Idee, denn dadurch sinkt auch die Luftfeuchtigkeit im Wohnmobil, wie wir festgestellt haben. Also ohne Heizung hatten wir hier eine Luftfeuchtigkeit von knapp 90%. Ja, so viel hat es angezeigt bei unserem Anzeiger. Ja. Also Hydrometer ist das, glaube ich. Ja, Hydrometer, ja. Heißt es, ja. Und jetzt hat es um die 60%, wobei wir auch so einen Luftentfeuchter aufstellen, der im Extremfall dann auch wieder ein bisschen was bringt. Wir verlinken den mal, den wir benutzen. Dann könnt ihr euch das anschauen, ob das auch für euch was ist. Ja, und dann die Batterie. Der tut es natürlich überhaupt nicht gut. Das Optimale für eine Lithium-Batterie wäre natürlich, wenn wir den am Strom anschließen würden. Aber die Möglichkeit haben wir ja leider nicht. Nein, denn unser Gustl steht eben, wie gesagt, im Freien. Ja, und deswegen fahren wir mit ihm jetzt ein paar Meter spazieren und genießen den Tag, dass die Ursi zufrieden ist. Ja, man kann doch nicht nur daheim hocken, oder? Geht doch nicht. Ja, und dass der Gustl ein bisschen Bewegung hat. Ja, das nutzen wir jetzt gerade aus. Wir sind ja nicht auf Urlaubsfahrt, sondern nur auf Bewegungsfahrt. Ja, und für alle, die mit Gastank unterwegs sind,
Wir benutzen übrigens im Winter bei minus 10, minus 20 Grad benutzen wir die Gasflaschen, weil dieses Gas ist frostfest. Das Gas, was im Gastank drin ist, also das LPG, das kann unter Umständen etwas Probleme machen, weil es ab einer Temperatur von minus 8 Grad oder minus 5 Grad, ich weiß es nicht genau, dann auf einmal nicht mehr flüssig ist. Stimmt, da sollte man dann eine Heizung anmachen, gell? Ja, aber die Heizung kann man nicht anmachen, weil da ist die Energie. Oder wegen Strom, Die frisst zu viel Energie, die kann man nur anmachen, wenn man unterwegs ist. Ja. Also insoweit benutzen wir dann unsere Gasflaschen, während wir im Winter dabei aufheizen. Gibt es sonst noch was zu sagen, Ursi? Nö, ich glaube nicht. Jetzt gehen wir nämlich raus und. Ja, genau, und dann können wir uns beobachten, wie wir dann auch uns ausführen. Zum Gustl haben wir alles gesagt. Und heute ist sehr kalt. Mal schauen, wie lange wir draußen sein können, ohne dass uns die Nase abfriert. Beim Berg, bei der Bergkirche in Heinsheim am Neckar. Und das ist aus dem 9. Jahrhundert, haben wir gesagt. Sollte es sein, ja. Näheres wissen wir natürlich auch noch nicht, aber da schauen wir jetzt mal rein. Ja, wenn es offen hat. Ja, gucken wir mal. Schön windig hier. Ja, also lang wird der Spaziergang, glaube ich, nicht. Denn es zieht hier doch ziemlich um die Ohren rum. Und aber einfach ein bisschen frische Luft schnappen. Das haben wir jetzt getan. Ja, mit dem Gustl spazieren fahren. Dem hat es auch gut getan. Uns tut es jetzt gut. Und
Es war schön. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja. Macht's gut, bringt euer Wohnmobil gut durch den Winter durch. Ja. Und dann sehen wir uns im Frühjahr wieder, wenn alles wieder langsam normal wird. Ach, ich denke, wir sehen uns schon vorher wieder, erst im Frühjahr. Also wenn die Ursi sagt, wir sehen uns vorher wieder, dann sehen wir uns vorher wieder. Ja, ja. Und bis dahin, sage mal jetzt einfach... Tschüss. Daumen hoch nicht vergessen und bis bald. Tschüss, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.